Also wir sind eine Frauenstiftung wirklich. Also wir wollen, wir versuchen, das ist erst unser Anfang, mit Frauen arbeiten, was gar nicht so originell ist, aber weil es gibt ja jetzt schon viele solche Stiftungen und viele, aber vielleicht hier in Polen gerade nicht. Sieht man auch am Akademiesystem, dass wir überhaupt keine Frauen haben, die ihre Studenten haben, ihre Kunststudenten haben, Werkstätten, die ihre Werkstätten haben. Es sind nur wirklich Männer. Oder wenn es eine Frau gibt, dann die ihr Studio hat, in dem sie Studenten hat an der Akademie, dann muss sie eventuell entweder die Frau sein von einem anderen Professor oder die Tochter. Und das ist wirklich, das klingt blöd und beschissen, stimmt aber. Man ist zusammen, wenn man studiert, aber dann, wenn man an die Akademie reinkommt als Professor, holt man nicht mehr die mal Mitstudentinnen waren, also nicht die Frauen, sondern die Kollegen. Und das ist echt Wahnsinn. Zum Beispiel hier in Warschau wurde das Medien ein total neues Department eröffnet, das Mediendepartment. Es ist wirklich seit 3 oder 4 Jahren, keine Ahnung, total neu, schon total mit Männern besetzt. Es ist echt unglaublich. Aber das ist, also wir wollen natürlich nicht, dass wir was ändern, aber wir wollen jetzt darüber sprechen. Wir wollen auch jungen Frauen helfen, irgendwie sie auch visible zu machen. Und über, ja, wir haben schon zwei interessante Events gemacht. Letztes Jahr Kommentatorki. Das waren junge Frauen, die Künstlerinnen, die sich nicht nur mit feministischen Themen beschäftigen, sondern überhaupt mit Politik, mit Soziologie, mit allen Themen, die eigentlich heutzutage wichtig sind und wo es an Frauenperspektiven und Frauen Blickpunkten einfach fehlt. Und so haben wir zum Beispiel Kommentatorki 1 gemacht und das war über Sozialpolitisches und eben über Kommentars über darüber, was alle betrifft, nicht nur die Frauen, aber auch die Männer. Aber von der Sichtpunkt von Frauen. Das war die erste Ausgabe von Kommentatorki. Dieses Jahr war die zweite Ausgabe. Wir haben russische und ukrainische Künstlerinnen zu so einem Festival eingeladen, weil wir wollten, dass sie eine Ebene schaffen, wo russische und ukrainische Künstlerinnen zusammenkommen, aber nicht auf einer so staatlichen Ebene, dass der Staat einfach so ein politisches Event macht und so weiter, sondern total weg von Politik, total weg von ich weiß nicht, von diesen offiziellen Strukturen. Und da haben wir einfach so ein Festival gemacht, wo wir sechs russische und sechs ukrainische Künstlerinnen eingeladen haben und dann auch noch ganz viele, die hier Sachen erstens mitgebracht haben oder aber auch Sachen hier
gemacht haben, die wir dann später ausgestellt haben. Aber wir haben auch ganz viele Talks gemacht und ganz viele Symposien, ich weiß nicht, wie man das nennt, oder Konferenzen, wo dann Themen besprochen wurden, die eben mit der aktuellen Situation zwischen Russland und Ukraine, Ukraine und Russland zusammenhängen. Also ich arbeite jetzt, glaube ich, seit 2012. Ich glaube, damals habe ich schon angefangen mit der Jesus-Suche. Und ich suche jetzt immer weiter. Was mich dazu inspiriert hat, so eine Arbeit zu machen, weil eigentlich ist das eine Arbeit, mehr eine Research wie eine Arbeit. Ich bin mir immer noch nicht im Klaren, was für ein Format das sein wird, aber ist klar, dass es ein Video sein wird, aber ob das Format dann ein Artist-Documentary wird oder zum Beispiel eine Fernsehserie, was toll wäre, oder zum Beispiel eine Arbeit, das auch in einer Galerie hängen und laufen kann, so viele Stunden über oder vielleicht 24 Stunden über oder so, das weiß ich noch nicht. Das kommt drauf an, wahrscheinlich kann diese Arbeit auch jedes Format annehmen, weil die Interviews, die ich mit Leuten mache, also mit Leuten, bei denen ich denke oder bei denen ich sehe, dass sie eben anders leben oder anders funktionieren. Das Komische daran ist, dass ich das erste Mal, wo ich hingefahren bin, da wusste ich echt nicht, da musste ich erst mal prüfen, ob das wirklich wahr ist, dass man Leute finden kann, die an diesem Jerusalem-Syndrom leiden, weil ich bin ja vom Jerusalem-Syndrom ausgegangen. Erst danach hat sich diese Suche erweitert und ich bin auch aus Jerusalem dann rausgegangen und habe also so immer breitere Kreise gezogen. Ja. Und das erste Mal bin ich einfach so dran gekommen, so ganz eigentlich primitiv, naiv, ordinär. Also Leute, die ich mit sozusagen Jesus literarisch verbunden habe, an die bin ich eigentlich rangegangen. Zu denen bin ich einfach hingegangen und habe sie angesprochen. Und das war natürlich auch irgendwie so ziemlich schwierig, weil es ist gar nicht so einfach, zu jemandem hinzugehen und fragen, ja, sind Sie Jesus oder leiden Sie an Jesus-Syndrom? Oder, also man musste sich schon, also das war für mich, nicht so einfach. Ja, ich bin keine Rationalistin und ich bin auch keine Dogmatikerin. Ich bin auch kein Wissenschaftler, der sich alles, einordnen muss. Also weiß ich nicht, was diese Leute und Menschen dazu bringt, dass sie auf einmal denken, sie seien auserwählt und versetzen sich in die Rolle von Jesus oder sie denken, sie sind Jesus oder sie denken, Gott spricht direkt zu ihnen und auf einmal denken sie auch, dass sie das Wesen der Existenz, der Welt und überhaupt verstanden haben und das dann natürlich auch anderen Leuten vermitteln wollen. Und mit diesen Leuten, mit denen also mache ich diese Interviews. Und inzwischen ist das Jerusalem-Syndrom überhaupt nicht mehr wichtig. Mein Zugang hat sich auch total verändert, weil ich so viel schon von diesem, sagen wir mal, Research und Projekt irgendwie gelernt habe, dass und so tief drin bin, dass ich denke, erstmal nicht so schnell genug davon zu kriegen, weil ich noch mehr forschen möchte. Und jetzt komme ich schon an die Kabbala ran und an die Numerologie und jetzt möchte ich noch mit
mit so einem Rabbi, ja, mit so einem wirklich, wirklich ehrenhaften Oberrabbi über Messiah. Wie sagt man Messiah auf Deutsch? Messias, über Messias reden möchte. Zum Beispiel bei der Religion ist es ganz einfach. Wir sind katholisch, ihr seid protestantisch, das sind Muslims, das sind Juden, das ist das und das. Da ist alles ganz einfach. Ich glaube, man muss da nicht so viel nachdenken, man muss nicht suchen. Alles wurde für dich schon definiert und gefunden. Und das, was bei den Leuten so interessant ist, dass sie sich mit Fragen, mit ihrer eigenen Lebensweise, Lebensart selber und individuell auseinandersetzen und ihr eigenes Glaubenssystem bauen. Einerseits sieht man da so einen Zwang und einen Willen, einzigartig zu sein, weil Leute sind doch einzigartig. Und das finde ich irgendwie so menschlich und dagegen, was jetzt gegen diesen Trend, der jetzt alles uniformiert. Also alles ist vorgegeben, alles ist eigentlich Normiert irgendwie. ja, normiert, geschlossen. Und ich finde das irgendwie so wunderbar, dass diese Leute eben sich rausgerissen haben. Und was ich auch interessant finde, ist, dass die meisten von ihnen wirklich so ein, sagen wir mal, ein Psychiater würde sagen, so ein Jerusalem-Syndrom in so hundertprozentig gesteigert hatten. Weil das hat man und dann wird man natürlich mit Medikamenten rausgeholt. Und viele von ihnen, bei denen ist im Gedächtnis dieser Zustand, aber nur im Gedächtnis irgendwie hängen geblieben und sie hängen daran und wollen es gar nicht loswerden. Also wirklich, also ich würdige sowas, sagen wir mal, sehr. Vom polnischen Filminstitut habe ich schon so einen Preis bekommen für meine Filmidee, weil hier gibt es so ein kleines Programm, wo Künstler, sagen wir, das erste sozusagen, ersten Vorschuss bekommen, oder? genau, den ersten Groschen bekommen, um dann einen Spielfilm zu machen, ja, zu drehen. Und da hat mein Projekt dieses Jahr gewonnen. Mein Projekt hat den Titel X. Und das wird mein autobiografischer Spielfilm. Und das ist schon ziemlich kompliziert, wie der sein wird, weil da wird es Elemente geben, die nachgespielt werden, aber auch Elemente, wo der jemand, der mich symbolisieren soll, in Situationen gesteckt wird, in denen ich agieren musste. Also er wird Aufgaben kriegen, der jemand, ich weiß nicht, vielleicht muss er wirklich auch krank sein, weil für mich war es sehr wichtig, dass ich wirklich krank war. Ich hatte Blutkrebs und ich habe mir am Anfang gedacht, es wäre schon wirklich wichtig für mich, wenn es jemand wäre, der so nah an meiner Situation dran war wie ich. Also ich fühlte mich zum Beispiel, als hätte ich nichts zu verlieren. Und das wäre natürlich toll, wenn sich für dieses Abenteuer jemand
jemand findet, der mir an Charakter gleich stark ist. Wow. Mal sehen. Ja, und das hat denen gefallen und das muss ich dann entwickeln, wenn ich fange ich an zu entwickeln, wenn ich mit Jesus, es ist furchtbar, aber wenn ich das Projekt erstmal abgeschlossen habe, weil jetzt bin ich mittendrin und das ist echt toll.